Von mir gibt's ein kalbsgeschnetzeltes mit Pilzen, glasierten Mini-Karotten und gebratenen Gnocchetti. Ganz einfach, aber gut. Die Mini-Karotten kurz in Salzwasser kochen, kalt abschrecken und die Schale mit einem Küchentuch abreiben. Die noch heißen Erdäpfel durch eine Presse drücken, mit dem Eidotter, dem Ei, der Maisstärke, Muskatnuss, zerlassener Butter und Salz zu einem glatten Teig verkneten. Eine Rolle formen und gleichmäßige Gnocchetti abstechen. Diese in Salzwasser kochen und anschließend gemeinsam mit den Mini-Karotten in einem Öl-Butter-Gemisch schwenken. Die Pilze in Scheiben schneiden und mit der gehackten Zwiebel in aufgeschäumter Butter anrösten. Mit Weißwein ablöschen und mit Obers aufgießen. Den Kalbsrücken in gleich große Scheiben schneiden. Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen, in brauner Butter rosa braten und abschließend kurz in der Pilzsoße ziehen lassen. Das Kalbsgeschnetzelte mit den Gnocchetti und den Karotten auf Tellern anrichten. Mahlzeit!